Die fremde Stimme ist einfach, wie soll ich das erklären? Lass den Ausrede einfallen! Nur kann ich kurz was essen. Inwiefern geht du mal vor in der kalten Jahreszeit? Und Klo. Mein Kater liegt auch ganz verwirrt vor dem Bildschirm und starrt die Box an. Na gut, Cleo guckt manchmal auch, wenn sie merkt, dass ich rede. Oder zumindest in irgendeinem Stream war das mal. Wo Frosch das dann halt auch auf dem Lautsprecher hatte. Wo Cleo dann auch geguckt hat, hä, wo ist denn Frauchen? Aber Cleo hat sich da, glaube ich, mittlerweile dran gewöhnt. Meistens, wenn Fotos nicht da ist und ich zum Beispiel streame, liegt sie meistens genau über mir. Immer da, wo sie dann meine Stimme am meisten hört. Wenn sie komplett allein ist. Wenn Herrchen da ist, liegt sie bei Herrchen. Und dann ist ihr aber auch alles andere egal. Müssen wir nach da vorne? Nee. Das ist so ein riesiges Gebiet. Herrchen ist ja auch der gute. Ja, Herrchen natürlich. Immer. Bei den Katzen genauso. Frauchen gibt auch immer das falsche Futter. Ganz ehrlich, wo soll hier was sein? Denk mal darüber nach. Hm? So, ich mache für das erste Story Stop. Wieso das denn? Warum das denn, Luna? Oder willst du dir einfach nur ein bisschen was aufbewahren? Eine kurze Frage, Luna. Bei welchem Level des Main Story bist du gerade? Also, ich bin ja bei 82. Bei welchem bist du? Ungefähr. Kartoffel vom Affen geklaut. Ja. 84. Alter! Okay, also von der Main Story her, vom Level sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Ich dachte, du wärst jetzt so schon bei 85, 86. Ja, das geht ja noch. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich dich irgendwann einhole. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, die hole ich nicht mehr ein. Ich hatte die Hoffnung, dass wir zumindest so eine Innie zusammenlaufen können. Also während wir die Story machen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Wenn du wartest, bis ich die eingeholt habe. Aber das kann dauern. Das Story Stop, weil erstens, damit wir was aufbewahren können, nicht so durchwaschen. Zweitens, ich etwas Kopfschmerzen habe. Und drittens, ohne zu spoilern, ist viel zu verarbeiten und zu verstehen. Oh, ich muss durchzocken. Die ganze Nacht. Ich sehe schon kommen.
24 Stunden Stream incoming. Endwalker. Ungeplant. Ich sehe es schon vor mir. Wobei, dann killt mich meine Großmutter, wenn ich morgen nicht anrufe. Die war Freitag schon angefressen, dass ich am Samstag angerufen habe. Okay. Das war schlau, jetzt was zu essen? Na geil. Dann hättest du mich überholt. Ich glaube, die sind tot. Aber die Kleider sind schön, die hätte ich gerne. Jemand interessiert an 96 Games. Ja, hau raus, Matze. Hau raus. Kann ich dir endlich einen Screenshot senden? Ah! Ich glaube, dass jetzt gleich geredet wird. Da drüben war eine Blutspur. Die Mädchen, sie wurden angegriffen. Nein! Ernsthaft? Bitte nicht. Kein Scherz? Respekt. Ich will nur nicht wissen, wie sie gespielt. Also. Ja? Wie sie sich angestellt haben dabei. Es geht um Fußball, Luna. Warum, Luna? Warum? Sie hatten mehr Angst vor uns als vor den wilden Tieren. Das ist alles meine Schuld. Hilfst du uns dabei, die beiden zurückzubringen? Wie viele Unschuldige müssen wir noch begraben? Ich weiß auch nicht. Aber wir können sie nicht hier in der Kälte lassen. Von diesen Geräten gehört. Ich weiß, Luna. Ich erklingt daraus manchmal wahres Stimme. Ich erinnere mich an den Satz. Ich erinnere mich dran. Das ist natürlich unmöglich. Aber trotzdem war der Apparat für die Schwestern wichtig genug, um ihn auf ihrer Flucht mitzunehmen. Und ich hatte tatsächlich bei dem Launch-Trailer hatte ich tatsächlich damals die Angst, bei der Szene, dass es um einen unserer Kameraden geht. Der Satz, wo viele gedacht haben, RIP Alfie. Mhm. Ich dachte halt auch so, Alter, nicht unbedingt einer von denen, aber ich dachte, da liegt irgendjemand, den wir kennen, den wir nicht verlieren wollen. Das dachte ich. Echt, ey. Ich bin gerade froh, dass es aber nicht so gekommen ist, ne? Ich bin gerade echt mega froh. Ich werde nie die Angst in euren Augen vergessen, als ihr uns gesehen habt. Aber wir sind hier, um euch zu helfen. Um etwas Wärme in diese kalte Welt zu bringen. Ich hoffe, das könnt ihr irgendwann verstehen.
Gleich, Luna. Oh, heftig. Was hätten wir bloß tun können, um das zu verhindern? War es falsch, hierher zu kommen? Wäre es ihnen ohne unser Eingreifen besser ergangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wären so oder so gestorben. Zumindest die Schwester. Keine Schuhe. Ich weiß nicht, was wir hier im Moment noch tun können. Lasst uns zum Lager zurückkehren und den anderen Bericht erstatten. So etwas darf sich nie wiederholen. Niemals. Bei den nächsten Kontaktversuchen müssen wir umsichtiger vorgehen. Was die drei Männer betrifft, die im Haus vor sich hinschlummern, um die kümmert sich besser jemand anderes. Wenn wir ihnen die Sache erklären, würde das alles sicher nur schlimmer machen. Was wir hier erlebt haben, wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Aber wir dürfen trotzdem nicht aufgeben. Los, brechen wir auf. Juhu, ich habe mein Auto. Ich mag zwar FF15 nicht, aber ich liebe dieses Auto. Das einzige Gute, was FF15 hervorgebracht hat, dieses Auto. Auch nur in FF14. In FF15 mag ich es nicht. Ich stelle nochmal meine Frage. Windätherquellen gibt es aber, oder? Also in freier Natur. Ich stelle mir ernsthaft die Frage, wo es sie so geben soll. Ja, es gibt sie. Aber wo? Ich habe nur die eine gesehen. Und sonst sieht man die immer. Zumindest eine sieht man meistens, wenn man der Hauptstory folgt. Aber du siehst einfach mal so gar keine. Bin ich überhaupt noch richtig? Der Screenshot. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Warte mal, da kann ich mir auch gleich einmal... Oh, der Drache sieht toll aus. Einmal Iron Strano angucken. Luna, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber gibt es vielleicht auch hier wieder so eine Möglichkeit, wie man die Windätherquellen schneller findet? Oder muss man jetzt in Endwalker die wirklich alle noch selber finden? Also, ne, so finden, ohne Hilfe. Weil ich weiß nicht, wie es in den vorherigen Dingern immer war. Weil der eigentliche Kompass, der ist ja ausgegraut. Den gibt es ja nicht mehr. Das ist ja der hier. Der Ätherkompass, den gibt es ja... So, erstmal nicht mehr. Den findest du nicht in deinen Kuriositäten. Ja. Also den gibt's ja nicht mehr. Mit dem ich Schicht im Schacht. Wäre jetzt also die Frage, ne? Weil wenn man die jetzt wirklich alle selber finden muss, Gott, das würde ja eine Ewigkeit dauern. Das war voll hier. Luna! Alfino und Alizé haben mir erzählt, dass ihr eure Erkundung von Eblans Reif abgeschlossen habt. Allerdings schienen sie die Einzelheiten nicht über die Lippen bringen zu können. Sie meinten nur, dass du mir alles weitere berichten würdest. Also ich bin ganz Ohr. Danke für euren Bericht. Wir werden diese Erkenntnisse mit allen teilen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Was die Überlebenden in Siegerslohn angeht, werde ich persönlich den Kontakt suchen. Einem Galear gegenüber sind sie hoffentlich weniger verschlossen. Danke.
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, Ihnen von den Schwestern zu berichten, dann tue es. Wir wollen es keinesfalls vertuschen. Es tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Oh Mann. Ich hätte nicht gezögert, mein Leben für das der zwei Mädchen zu geben. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Lasst uns alles tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Aber sagt, wie stehen die Dinge sonst? Wir haben tatsächlich gute Neuigkeiten. Ich hatte es Lucia gerade berichtet. Aber es ist uns gelungen, die besessenen Popularen zu heilen. Ihre Berichte über die Geschehnisse in der Hauptstadt waren äußerst aufschlussreich. Wie ihr ja wisst, brach nach dem plötzlichen Tod von Kaiser Varys ein Bürgerkrieg um dessen Nachfolge aus. Nerva führte seine dritte Legion gegen die erste Legion, welche Varys über seinen Tod hinaus Treue hielt. Ihr Schlachtfeld, die Kaiserstadt selbst. Wir haben raus im doppelten Sinne. Aus dem Stream, da die Fellköpfe raus wurden. Viel Spaß doch. Danke, dass wir haben und danke, dass du da warst, Matze. Dann viel Spaß draußen in der Kälte mit den Fellknäulen. Und entweder vielleicht bis nachher oder bis die Tage. Dass sie bereit sind, die Straßen ihrer Hauptstadt in Blut zu tränken, zeigt, wie unversöhnlich sie sich gegenüberstehen. Den Parteien reichte jeder noch so kleine Grund, um mit loderndem Hass aufeinander loszugehen. Erinnerst du dich an die Schlacht in der Gimlet-Finsternis? Wie Kaiser Varys sich plötzlich von der Front zurückzog? Für Varys politische Gegner Titus und dessen Sohn Nerva waren die Gerüchte, dass Zenos von einem Dämon besessen sei, ein gefundenes Fressen. Gerüchte, die in ihrem Kern wahr waren. Wir hatten damals lediglich ausgenutzt, dass Elidibus seine Hand im Spiel hatte. Ja. Titus und seinen Anhängern gelang es jedoch nicht, bis zur Wahrheit vorzudringen. Und Varys konnte einen Putschversuch abwenden. Nimm mal doch Story weiter, keine Ahnung, was ich sonst tun soll. Ihr leveln! Oder mit mir den normalen Raid machen. Ist eine Daily, die habe ich noch nicht gemacht gestern. Dabei wurden die Hauptakteure der Gegenseite der Reihe nach zum Schweigen gebracht. Entweder, indem man sie strafversetzte, oder für immer aus dem Weg räumte. Oder einen großen Raid machen? Ich habe auch immer noch den Nier-Raid offen. Oder Rabanastor-Raid, den zweiten. Also den zweiten Nier und den zweiten Rabanastor-Raid. Luna? Willst du mich da ernsthaft alleine durchgehen lassen? Hä? Nein, hier wollten wir sowieso zusammen machen. Eigentlich. Dann nicht! Vielleicht wir später wir ausschlafen. Mich Freitag spontan boostern lassen. Das erste Mal Nebenwirkung. Dann hoffe ich nicht allzu schlimmer. Aber ja, dann ruhe ich nachher am besten nochmal aus. Aber vielleicht trotzdem später. Ansonsten schreiben wir bestimmt die Tage nochmal. Und ich antworte dir auch das, was du mir gestern geschrieben hast. Ich war jetzt die letzten drei Tage entweder FF14,5 oder gestern war ja Friendly Fire. Da habe ich allgemein nicht geantwortet. Da habe ich eigentlich nur mit den Mods geschrieben. Ansonsten war ich out of order. Oder halt mit Frisches. Aber ja, ne? Frisches geht sowieso immer vor. Heute geht's wieder. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ja, meine Booster-Impfung ist am 22.02.2022. Ein tolles Datum. Passt schon, ja. Ja, dann auf jeden Fall bis später oder bis die Tage.
Vermutlich Elidibus Werk. Zumindest gibt es keine Beweise, dass Kaiser Varys direkt involviert war. Da werden viele heiraten. Ey, damit kam Fotos auch. Meinte er nur so, ja, dann heiraten wir am besten an dem Tag, Leute. So, ja klar, weißt du, ich lasse mich wahrscheinlich, um 13 Uhr habe ich meinen Termin. So, und vorher heiraten wir noch, oder was? Nee. Nee. Aber ich glaube auch, dass an dem Tag viele, viele heiraten werden. Sehr viele. Ist halt auch ein geiles Datum. Aber die Ärztin meinte halt auch noch so, weil es ist auch eine jahrelange Freundin von meiner Familie. Und meinte nur so, ja Mensch, das Datum können sie sich auf jeden Fall gut merken. Oder kannst du dir halt gut merken, ne? Weil dann nur so, ja, der 22.02.22. So, yo, geil, passt doch. Mir aber auch nur, weil zwei Termine abgesagt haben. Ah, okay. Ja, rein theoretisch hätte ich neulich, als meine Oma ja ihre Impfung hatte, war halt erst am Überlegen, ob ich auch, aber ich war halt erst gerade. Bei mir sind halt noch drei, also ich bin genau in der Mitte. Bei mir sind gerade 3 Monate vorbei. Man soll es ja quasi nach einem halben Jahr erst wieder auffrischen. So. Es fehlen also noch 3 Monate. Deswegen konnte ich leider nicht mitgeimpft werden, sonst hätte ich da jetzt auch kein Problem mit gehabt, wenn es spontan gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich bin halt genau in der Mitte. Weil die Zweitimpfung war am 7.9. Scheiß gelaufen. Naja. Habe ich halt Schnapsdatum, ne? Müsste, glaube ich, ein Dienstag sein, der 22. Also, schon mal zum Vormerken, da werde ich nicht streamen. Da nehme ich mir frei. Das ist dann zu früh, ja. Ja. War halt viel zu früh. Also, es wäre möglich gewesen, aber um auf Nummer sicher zu gehen, ne? Aber es doch lieber im Februar machen lassen. Habe ich auch kein Problem mit. Das weiß ich bis dahin auch noch für den. Ja, Luna, das hast du dir jetzt zu merken. Du musst dir alle meine privaten Termine merken. Nein, musst du nicht. Ich habe 5 Monate hinter mir. Ja, da geht das, da geht das. Unbestritten war er aber der größte Nutznießer der Ereignisse. Ohne die 3. Legion hatten Titus und Nerva niemanden mehr, der ihnen den Rücken stärkte. Und während seine Erzfeinde vor Wut noch tobten, wurde der Kaiser schließlich ermordet. Man hielt Gaius für den Mörder. Ist das dein Ernst, Luna? Wobei, na gut. Einige Daten kann ich mir gut merken, einige Daten kann ich mir nicht gut merken. Den Geburtstag von Frischus, den werde ich sowieso nicht vergessen. Den kann man sich einfach so gut merken. Und auch nicht an den meiner Eltern. An den von meiner Mutter kann ich mich erinnern. Weil da mein anderer Onkel Geburtstag hat, auch. Und weil mein Großvater ja direkt einen Tag später Geburtstag hatte und auch seinen Todestag da hat. An den von meinem Vater erinnere ich mich nicht. Der hat irgendwann im Mai. Aber ich habe keine Ahnung welchen. Ich weiß auch nicht, wie alt mein Vater ist. Also, ist mir Wayne. 3.1. Jo, genau. Genau. Und hallo Teamwork. Auch dir einen wundervollen 2. Advent. Ich hoffe, es geht dir gut. Am 7.5. Du weißt, wann mein Vater Geburtstag hat. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Ja gut, okay. Ich weiß es nicht, ich werde es auch gleich wieder vergessen. Ich weiß auch nicht mal, wie alt er ist. Ich weiß auch nicht, wie alt meine Mutter ist. Für ganz abgesehen. Ey, ich bin die Fötchen stalkt. Naja, sagen wir es mal so, Matze kennt mich besser. Mein Ex am selben Tag. Stimmt, da war irgendwas. Da war irgendwas. Ich erinnere mich vage. Auf den Thron erhob, ganz vage. Die 1. Legion hinter dem Ganzen einen Putsch der Titus-Fraktion. Hey,
Hey, ich hab doch weitergeklickt. Mutter 49. Gott! Gott, ist die Frau alt! Die beschuldigten sich gegenseitig, Urheber des Konflikts zu sein. Und mein Vater weiß es auch nicht. Über 50, glaube ich. Interessant. Beide Seiten erhielten nämlich just zu jener Zeit große finanzielle Zuwendungen, die ihnen Hoffnungen auf einen schnellen Sieg machten. Aus derselben Hand. Die dritte Legion erhielt angeblich Geld von der Familie Brutus. Die erste also auch? Allerdings. Das Geld kam laut den Popularen zwar aus verschiedenen Kanälen, aber alle gehen auf die Brutus zurück. Van Daniel. In Gestalt von Asai hat er also beide Seiten angestachelt. Locker älter als ich. Vom Aussehen her ist er über 100. Es sieht ganz so aus. Und das ist noch nicht alles. Ich krieg noch mein Fett weg. Kam es eines Nachts kurz nach Ausbruch der Kämpfe zu einer starken Erschütterung. Danach sind all ihre Erinnerungen ausgelöscht. Selbst vom Kampf mit uns in Magna Glacius wussten sie nichts. Einzig der Umbau des Kaiserpalastes soll ihnen von Varys befohlen worden sein. In einem Traum habe er ihnen immer und immer wieder die gleiche Botschaft eingeschärft. Die ganze Welt soll in Garlemans Herrlichkeit erstrahlen. Vom Aussehen schon tot. Barbil wird unser Licht zu allen Völkern tragen, hat er angeblich gesagt. Man könnte bei Walking Dead mitspielen. So einer der abgeranzten Zombies. Das klingt alles ziemlich vertraut. Ah, sehr geil. Gibt da etwas, aber trotzdem gemein irgendwo. Aber gerechtfertigt. Fällt dich auf, nö. Nö. Daraus ist Varys Stimme erklungen? Wie seltsam. Wenn es keine Aufnahme war, was war es dann? Magie. Denkst du auch, was ich denke? Nein. Der Äther, der durch das Metall in diesem Apparat fließt, weist verblüffende Ähnlichkeiten zu unseren Talismanen auf. Das sehe ich ebenso. Könnte es sein, dass diese Geräte durch eine Laune des Schicksals vor dem Einfluss der Primae schützen? Wenn dem so wäre, dann könnte es eine Verbindung geben. Mal angenommen, die nächtliche Erschütterung in Garlemald wurde von einem Ätherimpuls ausgelöst. In diesem Fall wäre ein Großteil der Bevölkerung zu oder bis Tage. Deswegen hatten Lizina und ihre Schwester es also dabei. Entschuldigt bitte, dass ich euch unterbreche. Wir haben im Lager jemanden entdeckt, der sich an unserem Gepäck zu schaffen machte. Sieht aus wie ein galäischer Soldat. Allerdings scheint er nicht besessen zu sein. Zum Glück konnte Magna ihn niederringen, bevor Blut vergossen wurde. Wir haben ihn hergebracht. Wollt ihr ihn vernehmen? Ja. Das sollten wir. Wen haben wir denn da? Ihr seid ja Galear. Verräter, habt ihr denn keinen Stolz? Mein Name ist Lucia Junius. Ich bin eine Tempelritterin Ishgards. Und wer bist du? Iulus Pyrnobanus. Und mehr werdet ihr nicht aus mir herausbekommen, elende Invasoren. Die haben immer so richtig geile Namen, ne? Wir sind nicht hier, um dir dein Land zu nehmen, Iulus. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier, um das Chaos zu bekämpfen, das die Teloforoi über die Welt gebracht haben. So... Wir wissen, dass die Bevölkerung von Garlemald besonders viel Leid ertragen musste. Deshalb sind wir hier, um euch die Hand in Freundschaft zu reichen und euch unsere Unterstützung anzubieten.
Ich erwarte nicht, dass du uns mit offenen Armen empfängst. Aber beantworte mir folgende Frage. Nein. Wie kann es sein, dass ein stolzer Soldat des großen galäischen Kaiserreichs unser Gepäck durchwühlt wie ein lumpiger Dieb? Gib es zu, du kannst etwas Hilfe gebrauchen. Wenn du etwas benötigst, dann sag es einfach. Du kannst später gerne behaupten, wir hätten es dir aufgedrängt. Oder meinetwegen auch, du hättest es uns gestohlen. Das ist mir egal. Ich bin nicht befugt zu entscheiden, wie wir mit euch zu verfahren haben. Das kann einzig mein Kommandant. Wenn ihr wollt, kann ich euch zu ihm führen, aber höchstens drei von euch. Oh Gott, ich ahne, worauf es hinausläuft. Was meinst du? Falls wir zustimmen, gehen wohl besser du und ich. Und? Wer noch? Meine Schwester und ich werden das Korps repräsentieren. Na klar. Und warum, wenn ich fragen darf? Wir haben das Leid der Galea mit eigenen Augen gesehen. Ihre Zukunft, ihre Leben. Das alles hängt am seidenen Faden. Es wäre eine Chance, unsere guten Absichten zu demonstrieren und für vergangene Fehler einzustehen. Oh. Ja. Ihre Mutter würde mir niemals verzeihen, wenn ich euch alleine ziehen ließe. Ich weiß, ich bin irgendwie immer noch mit meiner Augenfarbe unzufrieden, ne? Wenn dies euer Wunsch ist, werde ich nicht widersprechen. Passt bitte gut auf euch auf. Irgendwie bin ich damit unzufrieden. Aber fragt mich beim besten wenn ich warum. Irgendwas stört mir immer noch in meinen Augen. Zwei Kinder und ihre Aufpasserin. Ihr nehmt uns wohl nicht für voll, was? Du solltest nicht von dir auf andere schließen. Die drei sind mehr als würdig, uns zu vertreten. Der Weg zu unserem Stützpunkt ist gefährlich. Ich werde meine Waffe brauchen. Ja, ja. So, lest doch bald mal zu Ende, oder? Haben wir jetzt hier ein schwarzes Bild? Ja. Luna, und du willst wirklich nicht den normalen Raid mitlaufen? Also so wirklich, wirklich nicht? Kannst ruhig mitmachen, Luna. Auf Allianz und Hauptszenario habe ich keine Lust. Warte 5 Minuten, dann mache ich mit. Juhu! Yay! Yay! warte mal. Da ist mein Wasser. Einmal Wassermarsch, ne? Boah. Was kann ich das, wenn man was warmes gerade erst getrunken hat? Eieiei. Gut, dann quatsche ich aber nochmal kurz mit Lucia. Julius hat sich zwar bereit erklärt, euch mitzunehmen, aber ihr solltet euch nicht in Sicherheit wiegen. Wie euer Gespräch mit seinen Vorgesetzten ausgeht, ist zweitrangig. Die Hauptsache ist, ihr kehrt wohl beiden zu uns zurück. Wir wollen doch schließlich nicht, dass der gute Tankred und seine Leute sich Sorgen machen müssen, falls ihr zu lange wegbleibt, nicht wahr? Okay.
Ihr Kinder und du seid also endlich bereit aufzubrechen. Okay. Wenn wir das verlassen haben. Immer schön Wasser trinken. Ja, ist auch wichtig. Eben aus dem Lager wieder euch zu folgen, das verspreche ich dir. Ja. Lauf weiter. Lauf voraus. Ich habe diesmal auch vorsorglich mir 3 Wasserflaschen hingestellt. Also, die eine steht hier und 2 stehen noch direkt neben mir. Luna, sag am besten bereit, wenn du. Bescheid, wenn du bereit bist, so. So wird der Satz vollständig gebildet. Hier in die falsche Richtung, ich weiß. Ich frag mich allen Ernstes, wo hier Windäderquellen sind. Vor allem, es gibt ja dennoch verdammt viele eigentlich. Ich guck mich kurz ein bisschen um, ne? In der Zeit, wie wir warten. Okay. Ah, ich bin ins Wasser gefallen. Reaper. Und einmal. Ja. Ich sollte dich vielleicht auch mit reinnehmen, ne? Da. Das war so typisch ich, ne? Das war original so typisch ich. Tada. Jetzt aber. Kein Kommentar, bitte. Einfach kein Kommentar. Du hast mir sogar Fähnchen drauf gemacht. Häppchen. Bitte? Danke, mein Schatz. Das ist Wasser. Achso. Nee, die leeren Tassen habe ich schon nach oben gebracht von gestern. Einmal deine und einmal die, die du mir geschenkt hast mit dem Herzchen, und, also mit dem Smiley und so. Okay. Die beiden waren die Tassen von gestern. Ja, voll süß, ne? Oh. Er sagte, gut, schön nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal ein spanisches Häppchen. Luna! Ist das ein neues Outfit? Hattest du vorher nicht noch was anderes an? Hast du nicht vorher noch das... Sieht geil aus. Ist das das Ding vom Nee, ist ein Tänzer, ne? Das sieht geil aus. Wo hast du das her? Story. Meh. Meh. Schmeckt sie ja sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Frutsches hat mir vorhin auch ein lecker Baguette mit runtergebracht. Das war so lecker. Ja, und so kleine Mini-Baby-Gürkchen. War so geil. Ich freue mich übrigens schon, wenn meine Waffe leuchtet, ne? Also. Ich bin der einzige Reaper. Habe ich übrigens mal erzählt, ich liebe den Reaper. Also Luna weiß es, wir haben gestern 2 Dailies gemacht. Da habe ich schon mehr als genug von dem Reaper vorgeschwärmt. Vor allem,
Vorher habe ich ja den Baden grundsätzlich favorisiert. Also wirklich grundsätzlich. Mit dem kam ich bisher auch immer am besten klar. Genauso mit dem Tänzer, ja, da verpeile ich nur manchmal ein bisschen was. Nicht viel, aber manchmal so ein kleines bisschen. Ich muss einmal die Musik kurz leiser machen. So. Sonst werde ich angeschrien. Aufschieb. Aber beim Reaper. Weißt du, das geht irgendwie von selbst. Ich spiele so gern mit dem. Und ich habe kaum Indies gestern gemacht. Der nächste. Ich will, dass meine Waffe leuchtet. Das ist ein Tank tot. Irgendwie mag ich die Musik aus den Alex Raids. Ich wünsche mir nur manchmal, dass man mal in andere Raids reinkommt. Diese Klasse. Ich würde einmal da ausloggen. Irgendwie. Ich würde auch gerne FF14 spielen, aber leider geht das bei mir auf der PS4 nicht beim Anmelden. Da 15 Euro rausgehoben. Okay, das ist echt scheiße. Also auf der PS4 habe ich FF14 zwar auch, aber ich habe es noch nie gespielt. Auf der PS4. Ich habe das bis jetzt halt immer nur am PC gespielt. Aber das ist echt ärgerlich, wenn das nicht geht. Hast du schon allgemein schon mal FF14 gespielt oder bist du von PC auf PS4 umgestiegen?
Lass mich dahinter, lass mich dahinter. Danke. Ich meine, vielleicht gibt's sag mal schnell hier. Oh, für 14 irgendwann mal im Angebot wieder. Kiwi, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir und einen wundervollen zweiten Advent.